Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Krypto-Family. Ja, endlich haben wir Freitag, heute laufen die Optionen aus, wird also sehr interessant. Dann gibt es leider schon wieder da draußen Leute im Krypto-Space. Kaum gibt es irgendwie leichte Erholung, schreien die schon wieder Bitcoin auf 1 Million. Ist das realistisch? Ja oder nein? Alles nach dem Intro. Ja, liebe Freunde, ich bin irgendwie ein bisschen sprachlos und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie ich hier genau anfangen soll. Das Problem liegt daran, sobald Bitcoin irgendwie einen Erholungsmodus drin hat oder man das Gefühl hat, er kommt wieder irgendwo in eine Richtung, ja, Sonne, Mond, was, sucht es euch aus, mir wurscht, kommen die Leute schon wieder hinter ihren Gebüschen her und schreien, Bitcoin, Bitcoin, ich hab's immer gesagt, Bitcoin wird über 1 Million im Jahr 2022. Dann siehst du andere, sobald du weißt, Guys, nee, ich hab auch gesagt, Bitcoin wird $500,000 wert sein, ich hab's immer gesagt, das ist meine... Naja, egal. Liebe Leute, ich weiß nicht, wieso die das tun. Was bringt ihnen das? Eigentlich gar nichts. Ein bringt gar nichts. Die Zeit ist das Einzige, was uns das Ganze beantworten wird. Natürlich hat man mit Inflation schon etwas dran, dass da natürlich die Möglichkeit ist, dass Bitcoin stärkt. Ja, wir hatten Corona-Krise, Inflation etc. Aber ich gehe mal Schritt für Schritt mit euch durch die ganze Käsekacke hier durch und dann prüfen wir auch in der TA, ob das wirklich passt oder nicht, Freunde. Das machen wir jetzt nämlich gemeinsam. Und ich habe mir mal überlegt, das beste Zeichen ist schon mal das. Ja. Gestern, ich muss das nochmal nachprüfen, weil ich hatte das nur noch im Kopf, war der aktuelle Fear and Greed Index bei 27 Punkten. Entschuldigt mein Foto. Naja, ich gucke vielleicht gerade Richtung Mond. Ja, Spaß beiseite. Nun, also, das war gestern. Heute ist der Fear and Greed Index gesunken auf 25 Punkte. Müssen wir denn nicht jetzt gerade, wie es alle anderen so ein bisschen prophezeien, eigentlich eher mehr Vertrauen kriegen, um eine Rallye zu starten, um nach oben zu kommen? Viele reden ja aktuell auch von Wyckoff. Als wäre Wyckoff nur gerade jetzt da. Dabei ist Wyckoff immer allgegenwärtig. Ich baue das jeweils ein in meiner TA. Wyckoff ist die Akkumulation und die Distribution, nichts anderes. Und er erklärt auch in seinen Schriften, woher dieses Verhalten kommt. Und das macht ja absolut Sinn. Wenn man das mal verstanden hat, baut man das halt normal in die TA ein. Also Wyckoff ist immer da. Und ob jetzt ein gewisses Pattern ist oder was auch immer. Kryptogang hat hier auch ein geiles Video gemacht. Ja, über Analysen, Chartanalysen. Ich habe es euch gesagt, dass das nicht aufgeht. Spricht jetzt nicht hier auf das, was ich hier tue, an, sondern auf die Leute, die mit Fraktalen kommen, die aus der Vergangenheit waren. Die irgendwelche Muster waren. Ja, da hatten wir genau dieses Muster. Und jetzt geht's hoch. Damals gab es kein Corona. Damals hatten wir keinen Krieg zwischen Ukraine und Russland. Und das ist ein bedeutender Krieg. Ich sage jetzt nicht, dass Irak etc. Kein Krieg ist wichtig. Jeder Krieg ist scheiße. Aber politisch gesehen ist es auf einem ganz anderen Niveau aktuell, was Russland gerade tut. Ja? Und das, liebe Freunde, das hatten wir damals nicht. Also hört auf, alte Fraktale zu vergleichen mit der heutigen, weil die ganze Marktstruktur, die ganze Psychologie ist was komplett anderes. Okay, also wir wissen also, das Vertrauen ging nochmal zurück. Und jetzt kommen natürlich eben so Leute und sagen, Bitcoin steht vor einem neuen Meilenstein, da eine neue Prognose einen Bitcoin-Preis in Millionenhöhe vorhersagt. Und das ist wirklich wieder mal ganz speziell, weil da kommt zum Beispiel McGlone dazu, der ja von Bloomberg ist. Ja? Und jeder weiß, wenn Bloomberg irgendwas herumkackt, dann hören die Leute darauf. Und das macht mir persönlich ein bisschen Angst.
Ja, und dann kommt natürlich wieder so Aussagen von ihm und er sagt hier auch, angesichts der Fed, Inflation und Krieg könnte 2022 auf eine Umkehrung von Risikoanlagen vorbereitet sein und einen weiteren Meilenstein in der Reifung von Bitcoin markieren, schrieb er. Es ist unwahrscheinlich, dass Bitcoin aufhört, Gold zu übertreffen. Der Aktienmarkt inmitten von Unebenheiten auf der Straße, während die Fed einen weiteren Zinserhöhungszyklus versucht. Da muss ich ein bisschen widersprechen. Was passiert bei einer Inflation? Dein Geld wertet sich ab. Okay, wie kannst du das schützen? Wenn du ein bisschen Anlagen hast, sagst du, okay, ich gehe vielleicht in Immobilien, ich gehe vielleicht in Aktien, vielleicht aber auch investiere ich in Gold oder eben Bitcoin. Ja, etwas, was deflationär ist. Ja. Auch eine Immobilie ist indirekt, zumindest jetzt hier in der Schweiz, wäre es eigentlich eine deflationäre Anlage. Wieso? Der Platz ist begrenzt in der Schweiz. Wir können nicht einfach jetzt kommen und sagen, okay, Baden-Württemberg gehört jetzt auch noch zu der Schweiz und am besten noch Mailand nehmen wir auch noch dazu. Ja. Also das geht nicht. Ja. Wir sind begrenzt. Ja. Und auch von der geologischen Lage her geht es nicht anders. Gold hingegen ist begrenzt und Bitcoin ist begrenzt. Das ist ebenfalls was, wo man natürlich sagen kann, okay, ich schiebe eher meine Anlagen da hinein. Das hat man ja gesehen. Kurz nachdem der Krieg ausgebrochen ist, ist der Goldwert hat wieder neue Highs entdeckt, ja, indem das halt einfach wieder viele Leute ihr Geld schützen wollten vor der Inflation. Macht ja auch Sinn, ja, denn oftmals ist ein Land, das gerade in den Krieg zieht, das Land, wo die Währung am ehesten abbricht. Haben wir ja gesehen, ja, wie es mit dem Rubel aussah. Also aus diesem Grund haben wir da auf jeden Fall schon mal ein Vorwissen. Ja, und jetzt kommt eben dieser Mann, der hier hinten steht, Mike McClone, und ihr seht schon, er hat irgendwas, ich weiß nicht, so ein bisschen sektenhaltige Geschichten. Man sieht das Bild vielleicht nicht ganz genau, aber schaut mir das mal. Ups, jetzt ist es weg. Wo ist das Bild hin? Hier ist das Bild. Ich versuche das irgendwie, nee, geht gerade nicht. Ist egal, Leute, spielt keine Rolle. Ihr wisst, wen ich meine. Das ist so ein Typ, der steht auf die Bühne und nimmt Präsenz ein. Die Leute klatschen und stehen auf, wenn der was sagt. Das ist echt beeindruckend und da habe ich schon ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht den Menschen schlecht reden, nicht mein Ziel. Da hat sicher auch gute Argumente, gute Begründungen für seine Aussagen. Aber liebe Leute, ja, hier kommt noch ein Bild, ich weiß keine Ahnung, wie alt dieses Bild hier ist. Hier sagt er noch, reach 100 in 5 years. Ich weiß jetzt nicht, wie alt dieser Bericht ist. Aber ja, und jetzt kommen die Leute und sprechen schon wieder von einer Million. Und das finde ich persönlich einfach schrecklich, vor allem für die Leute, die eben frisch reinkommen. Ja, und dann kommt ja auch dieser Mann hier, ja, der ehemalige CEO von BitMEX, von der Börse, ja, sagt jetzt von den knallharten Leuten, es ist gut, dass gerade Krieg ist. Es ist gut, dass der Inflationsdruck aufrecht bleibt und wir haben natürlich immer mehr Rohstoffressourcenprobleme und so weiter und so fort. Und das wären alles Indikatoren oder Katalysatoren, besser gesagt, um eben Bitcoin auf einen gewissen Nenner zu bringen. Da bin ich ja nicht ganz uneinig. Da hat er ja schon ein bisschen recht. Nur eins darf man auch nicht vergessen. Wenn du 100.000 Dollar hast oder gehabt hast im Jahr 2010 zum Beispiel oder 2015, ja, lassen wir es 2018 sein, spielt keine Rolle. Und du jetzt, ich sage jetzt mal, lassen wir das Ganze hier nochmal 3 Jahre früchten und dann schauen wir uns das noch einmal an, was das denn im Endeffekt zu bedeuten hat. Dann sind nämlich diese 100.000 keine 100.000 Dollar mehr wert, sondern vielleicht noch 80.000. Das bedeutet, der Wert von Bitcoin, wenn er einmal eine Million erreichen wird, ist nicht die gleiche Million, wie du, wenn du sie heute hast. Das Leben wird teurer, die Miete wird teurer, der Strom wird teurer, das Öl wird teurer, das Essen wird teurer und so weiter und so fort. Die Löhne werden irgendwann angehoben. Ja? Das heißt, wie wir es früher wissen, unsere Opas, Tanten, Omis, Uromis, was auch immer, die hatten Löhne von 2.500 bis 3.000 Franken in der Schweiz, im Durchschnitt gut verdient. Heute bist du im Durchschnitt so bei 5.500 und 6.000.
also ist eine ganz andere Liga, ja? Also es ist wie eine Verdoppelung. Ja? Und wir reden da von 2 Generationen, nicht von 10, von 2 Leute. Also da müssen wir schon auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, geht nicht anders. Ja, und jetzt ist natürlich das, was ich gestern Abend noch ein bisschen gesagt habe, in der Sprachnachricht, übrigens, wenn du noch nicht in der Telegram-Gruppe bist, komm zu uns in die Telegram-Gruppe, mit Abstand die seriöseste im deutschsprachigen Bereich rund um das Thema Krypto, also einfach reinschauen. Bis herzlichst willkommen. Ja, Leute, ich habe es immer wieder gesagt, wer tradet oder auch allgemeines Interesse an einem Investment hat, sei es jetzt in Aktien, in Immobilien oder eben jetzt zum Beispiel im Kryptomarkt, man braucht ein gewisses wirtschaftliches, ökonomisches Denken. Das ist eine Voraussetzung. Ja? Das ist wie wenn du, keine Ahnung, irgendwo im Büro arbeitest, das ist die Voraussetzung auch, dass du lesen und schreiben kannst. Also, sonst geht ja nichts. So, also wir hatten einen wunderschönen Aufschwung und wir hatten eine Hochkonjunktur und das war unser Boom. Und ich habe gestern in der Telegram-Nachricht, habe ich euch die Sprachnachricht geschrieben, obwohl ich unterwegs ins Training war, und habe euch gesagt, ich habe die Befürchtung, dass wir nach dieser Inflation oder während der Inflation schon bereits in eine Rezession rein swappen werden. Ja, wir werden reingleiten, ganz langsam und bedacht. Da machen die Einzelhändler, die haben ja teilweise nicht keine Schuld, dass jetzt großartig die Preise hochgehen, aber die Einzelhändler, das sind Profis im Vertuschen von einer Inflation. Wieso? Ich mache einfach mal die Ketchup-Flasche kleiner. Preis ist gleich. Habe einfach weniger Inhalt. 20% weniger Inhalt, gleicher Preis, ergo 20% Inflation. Das kannst du überall mittlerweile ein bisschen beobachten. Ich beobachte ja, mein Beispiel ist immer diese Wassergurke. Ich habe das letzte Mal 5 Gurken gekauft, habe gerade 15% Aktion gehabt. Ich sage, da schlage ich zu. Ja, die swappt in letzter Zeit zwischen 1,25 Franken und 90 Rappen hin und her. Denke ich auch, what? Aber, naja, die Gurke kommt halt irgendwann mal von Spanien, irgendwo mal von keine Ahnung woher. Ja, ist halt leider so. Aber die Rezession, liebe Freunde, und das ist das Problem. Das ist nicht der Tiefpunkt, sondern das ist das, was uns erstmal ein bisschen fertig macht. Denn, was bedeutet das? Arbeitsmarkt wird schwach. Das Bruttoinlandprodukt schwächt sich massiv ab. Das bedeutet, das Land hat andere Probleme. Ja? Wie finden wir wieder neue Möglichkeiten? Wie sieht es aus mit den Währungen? Zum Beispiel die Schweiz, Schweizer Franken. Was tun die dagegen, dass er nicht noch stärker wird? Bei einer Rezession ist es schwierig. Wenn immer alles gut läuft, kann die Schweizer Nationalbank kommen und sagen, ja, kaufen wir halt noch ein bisschen Dollar ein, ja, schwächen unsere Währung ab, kein Problem. Aber bei einer Rezession wird es zu einem Problem. Ja. Wir können ja nicht die ganzen Dollars aufkaufen, die gerade jetzt vor kurzem gedruckt wurden. Es geht ja nicht. Was sollen wir denn damit tun? Gut, irgendwann haben alle Häuser kalt, obwohl der Winter ist durch, sonst hätte man es fürs Feuer brauchen können, damit man nicht verfriert. Aber das ist nun mal aktuell das Problem, Leute. Und erst wenn wir wieder so einen richtigen Aufschwung bekommen, dann kann man sagen, okay, wir haben die depressive Phase überlebt. Und das ist nämlich das größte Problem, denn das ist definitiv, wenn wir in die Rezession fallen und dann noch in eine Depression, dann sind wir definitiv in einem Bärenmarkt, in einem globalen Licht. Ich rede jetzt nicht nur von Krypto, sondern global. Und das, liebe Freunde, hoffe ich, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass es gar nicht so weit kommt. Aber die Uhr schlägt 5 vor 12, wenn nicht sogar schon 2 vor 12. Ist mir eigentlich egal. Aber ja, da sind natürlich Wirtschaftsökonomen sind da natürlich dran, Lösungen zu finden. Ich bete, dass sie das schaffen. Das Problem ist dann am Schluss nicht die Lösungen gefunden haben, sondern die Politiker, die sie eben umsetzen müssen. Da zweifle ich aktuell an gesundem Menschenverstand von diesen Leuten. Aber naja, so ist es und wird sich leider auch nicht ändern. Ja, und zu guter Schluss sagt eben dieser CEO oder ex-ehemalige CEO von BitMEX, hat mehrere Sachen. Er sagt natürlich, okay, wenn du nicht in der Lage bist, aktuell Bitcoin zu hodeln oder er nennt es in diesem Bericht zu babysitten, dann verkaufe, ja, und sei unglücklich und konzentriere dich auf was anderes, so in die Richtung. Aber was er auch noch dazu sagt, und das habe ich hier rot markiert, ist unter solchen Umständen, von denen er zugab, dass sie sich im nächsten Jahrzehnt abspielen würden, könnte Gold 5-stellig pro Unze sein,
während ein einzelner Bitcoin einen 7-stelligen Dollarbetrag einbringen könnte. Also jetzt ist plötzlich wieder alles ein bisschen relativiert in diesem Bericht, weil man hört zuerst nur den Headliner und das lesen die Leute in der Regel auch und sagen, oh, Bitcoin 2022, 1 Million, geil, ich investiere. Wenn man diesen Bericht jetzt aber durchliest, dann steht ja, in 10 Jahren wird Bitcoin eingeschätzt, 1 Million zu erreichen. Ob das realistisch ist oder nicht, schauen wir uns jetzt gleich in der Thea an und ich würde sagen, wir legen gleich ASAP los. Ja, liebe Freunde, wir machen im Monthly Chart gleich weiter, weil die Frage ist ja, kann Bitcoin 1 Million erreichen, ja oder nein? Nun, dafür gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Erstens muss man sagen, die Menschheit ist begrenzt oder minimal investiert aktuell. Wenn natürlich jeder jetzt auf die Straße geht und sagt, ich will Bitcoin kaufen, dann verringern wir natürlich das Angebot und gleichzeitig erhöhen wir die Nachfrage. Das wäre natürlich ein sehr großer Katalysator, um zu sagen, okay, wir gehen irgendwann Richtung 7-Stelle. Institutionelle Banken etc., wenn die Banken kommen und sagen, hey, wir werden auch, oder ich meine, es kann ja ein Kompromiss kommen, Leute. Es kann ja sein, dass die Bank sagt, okay, wir haben es damals mit Gold versucht, hat nicht geklappt, wir machen es jetzt mit Bitcoin, wir halten Bitcoin als Gegenwert und das wäre so. Ähnlich wie es ja gerade Luna tut, ja, mit UST. Ja, die sagen, wir haben Stablecoin, eine Währung, und die wird gedeckt durch Bitcoin. Solche Sachen sind Katalysatoren, die natürlich uns nach oben katapultisieren. Und gleichzeitig sehen wir aktuell genau dieses Bild, dieser leichte Aufschwung schon wieder. Also die Möglichkeit da hoch. Kurzfristiger sind, wenn wir nicht über 70 oder so kommen, das müsste hier irgendein kleines Weltwunder passieren, dass man die obere Trendlinie nach oben verlässt. Das wäre eher unwahrscheinlich. Was ich eher sehe, ist, dass die Möglichkeit besteht, dass wir hier oben ein drittes Attachment machen, bevor wir dann hier runterbrechen. Wie weit das denn sein wird, das werden wir dann sehen, wenn es überhaupt so weit kommt. Erstmal müssen wir diesen Monat bullish schließen, sonst wird es natürlich ein bisschen komplizierter und schwieriger und dafür brauchen wir natürlich auch Volumen. Gut, okay. Gehen wir ins 4-Stunden-Chart, da haben wir ja die Grafik vorbereitet für die Bären, respektive der Kampf zwischen Bullen und Bären endet heute. Ja, Leute, wir haben das ja gesagt, da haben auch einige geschrieben, wann das ungefähr endet. Es ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, ob jetzt die amerikanische Zeit dafür wirklich zu Ende geht. Also kann natürlich sein, dass es dann ebenfalls heute Nacht so um 21 Uhr plus 19.30 Uhr bis 20 Uhr müsste dann irgendwo die letzten Moves kommen. Also wir sehen ja, aktuell ist es so, dass die größten Wetten unter 40.000 liegen für die Bären, respektive sogar weit unter 38.000. Das heißt, Bärenziel wäre so circa diese Range, wo wir das Target haben für symmetrische Dreieck. Das wäre so plus minus. Wir haben diesen Einstieg hier aktuell schon abgeholt, also perfekt, nehmen wir weg, brauchen wir nicht mehr. Und wir haben ja noch unser Rebuy. Hier oben habe ich gesagt, wenn wir nach oben ausbrechen, dann können wir diese Neckline nutzen, um hier natürlich perfekt zu performen. Jetzt sind wir natürlich hier unten schon eingestiegen. Das bedeutet für uns, die Neckline nehmen wir jetzt nicht. Ist aber auch ein kleines Risiko, Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen, wieso? In der Regel warten wir, bis man über die Neckline kommt, gleichzeitig noch einen optimal noch einen bestätigten Move kriegt und erst dann geht man in den Long Trade hinein. Das haben wir jetzt natürlich, wir haben ein bisschen riskante Stimmung gehabt oder ein bisschen Bock drauf, riskant zu sein. Da sind wir etwas früher rein, haben aber ein sehr gutes Risk Management. Ja, wenn ich hier diese Rebuys anschaue, bis zum doppelten Boden runter, Baby, wir sind safe. Wir haben sogar bis 30.000 abgesichert, dürfen wir nicht vergessen. Hier sogar diesen haben wir noch drin. Also Leute, ich würde sagen, wir sind safety safe, passt, ist alles okay. Gut, also wo werden jetzt aktuell die Moves erwartet? Es gibt Leute, die sagen, wenn wir es natürlich schaffen, die Bullen, ja, über 42.000 kommen zu bestätigen, würden wir eine Möglichkeit haben, die Bären abzuhängen. Ja, dann werden natürlich viele Bären wieder liquidiert. Aktuell muss man aber auch vorsichtig sein. Ja, sind eben durch diese FOMO-Stimmung, ja, dieses FOMO-Geschrei da draußen, sind wieder viel zu viele Leute
mit zu hohen Hebeln in den Trades drin. Das schreit immer wieder nach Liquidations, Candles, ja, wo dann wieder über die Exchanges ominös, ja, über die Wale kommuniziert wird, respektive plötzlich kommt dann wieder ein Wal und drückt das Ganze nach unten. Ja, das muss man ein bisschen vorsichtig sein und aufpassen, aber nichtsdestotrotz sind wir da natürlich dabei. Und eins darf man natürlich auch nicht vergessen, wir haben hier, und das ist natürlich jetzt kein sexy W und das ist auch kein optimales, also ich persönlich würde das jetzt nicht unbedingt perfekt gelten lassen, aber wir haben hier dennoch eine Art W, ja? Und dieses W, diese Neckline wäre hier oben. Diese Neckline von diesem W wäre irgendwo bei 42.000. Wenn wir diese Spitze dazu nehmen, könnte man das nach oben nehmen. Natürlich kommen jetzt auch andere und sagen, hey, Moment mal, es könnte doch ein Adam-Eva-Pattern sein. Ja, so ein neumodisches Pattern. Ja, dann hätte man hier den Pimmelmann und hier die Titte. Könnte man auch noch irgendwie dazu nehmen. Aber, liebe Freunde, ich würde da jetzt eher ein bisschen auf das W achten. Können wir jetzt weiterfallen, ja oder nein? War auch eine Frage und ich sage ja, wir können noch weiterfallen. Wieso? Wir haben den Cross gesehen bei der kurzfristigen MACD, die bärische Stärke nimmt hier zu. Die RSI ist auch schon in der Nähe wieder eine Grenze, wo man sagen muss, passt mir auf, ja, kann sein, dass wir da nochmal ein bisschen nach unten droppen. Also hier, die MACD-Linie nähert sich der Signallinie, das im bärischen Cross-Verhältnis, das bedeutet in der bullischen Seite. Und wäre natürlich hier nochmal ein Fall möglich, und zwar meines Erachtens sehr gut möglich, dass wir hier auf diese obere Trendlinie des symmetrischen Dreiecks fallen oder sogar auf das 0236er Niveau. Auch das ist möglich. Da müssen wir sehr gut im Auge halten, wie es da aussieht. Nichtsdestotrotz hätten wir hier natürlich wieder unsere Akkumulationszone für die Bullen. Also da werden die Bullen wieder ein bisschen gestärkt, gesammelt. Ist also alles möglich. Jetzt gibt es natürlich einige, und das sind berechtigte Fragen, die sagen, ja, wenn wir jetzt schon drin sind, wollen wir denn nicht einen Trailing Stop machen oder gehen wir dann nicht besser gleich, schließen wir den Trade? Das Problem ist, dass wir aktuell Schwierigkeiten haben, durch all diese News-Gewirr da draußen den Kurs optimal zu bestimmen. Aus diesem Grund arbeite ich sehr gerne mit den Rebuys zusammen, um eben unsere Trades auch zu vergrößern. Das wäre mein Lieblingsvorhaben. Ja, dann habe ich risikofreie Vergrößerung. Ja, risikofrei ist vielleicht die falsche Aussage, aber schon eher eine interessantere Variation. Genau, also das ist unser Augenmerk aktuell, wie es gerade aussieht. Wir haben ja unseren Ausbruch gehabt vom symmetrischen Dreieck und das natürlich nach oben. Ja, Himmel, 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 so. Der Ausbruch fand hier statt, ja, also wir wären auch hier oben natürlich optimal auf den 42.000er. Jetzt sieht es auch ein bisschen aus, als würden wir hier ein kleines Falling bauen oder sogar, wenn man dieses Fake-Out nach unten nicht rechnen würde, könnte man sogar eine kleine Fleck draus basteln. Aber diese Spekulation lassen wir. Aktuell wäre ich froh, wenn wir einen kleinen Aufschwung oder respektive eine kleine Zurücksetzung haben, dann einen neuen Aufschwung hätten. Heute, wie gesagt, wird sich das ziemlich sicher hier in diesem Bereich hier sehr hart umkämpft sein, denn wir reden hier nur von tausenden Schritten bei den Optionen. Ja, und die Bären haben hier schon eine größere Plantage sozusagen, wo man ein bisschen ausspielen kann. Also Leute, wie gesagt, es bleibt heute extrem spannend. Ich halte an diesem Chart weiterhin fest. Die Trades sind am Laufen. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn du aber Bock hast, mehr zu lernen, dann komm zu uns ins Coaching. Mehr unter www.cryptoj.ch findest du alle Informationen. Es lohnt sich da, Geld zu investieren, um eben zukünftig keines zu verlieren. So, ich sage Tschüss aus der Schweiz. Bleibe gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.